Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe Besuch im Studio, ein junger Mann, der für mich noch neu ist, aber ich habe mir die Songs angehört, habe ich gedacht, hey, da springt mich irgendwas an. Sebastian Brinkmann, hallo. Grüß dich, Michael. Hi. Ja, bring mal mit G wie Gustav. Mit G, ganz wichtig. Ja. Genau, das ist ganz wichtig. So ein kleines Alleinstellungsmerkmal schon mal. Ne? Ja, es gibt ja auch den Brinkmann mit K. Stimmt, ne? Das, ja, absolut. Und so, aber Sebastian Brinkmann, ich hätte auch sagen können Pink Baxter. Hätte man ja, vor einem Jahr noch, hättest du das vielleicht sagen können, aber zwei, nein, überhaupt nicht. Nein, wir wollen mal die Hörerinnen und Hörer aufklären, du hast sozusagen ein künstlerisches Leben schon vorher geführt. Das stimmt, ja. Ich habe vor vielen, vielen Jahren angefangen, professionell Musik zu machen, das ist bestimmt 30 Jahre her. Habe dann mit Harold Faltermeier als Produzent gearbeitet, der Songs wie Axel F. geschrieben hat oder für Donna Summer viel gearbeitet hat. Habe sogar die große Ehre gehabt, mit Hildegard Knef ein Duett machen zu dürfen. Hi. Mitte, Ende der 90er habe sie auch privat kennengelernt. Das sind natürlich einschneidende Dinge im Leben, die passieren. Und das ist alles unter meinem Künstlernamen Pink Baxter gewesen, den es sehr, sehr früh gab. Ich war sehr jung, habe mir den ausgesucht. Und jetzt war klar, man ist älter, man hat andere Erfahrungen. Da kann man dann auch mal unter seinem persönlichen Namen die Sache nach draußen bringen. Ja, der Reifeprozess. Nichtsdestotrotz, wir werden jetzt erstmal eine musikalische Visitenkarte überreichen und trotzdem kann man ja den Unterschied zwischen Pink Baxter und eben jenem Sebastian Brinkmann, der mir hier gegenüber sitzt, nochmal ein bisschen erläutern. Ich glaube, da kann man auch diesen Reifeprozess dran klar machen. Wir wollen loslegen mit dem Titelsong des Albums. Gerne. Ja, also Sie zu Hause drehen auf laut. So soll es sein. Wir machen es auch. Bleiben Sie bei uns. Deutschlands Schlagerradio. So singt er, so klingt er. Sebastian Brinkmann, haben wir gehört, Titelsong dieses Albums, das in einer besonderen Konstellation erschien. Ja, ich, also du kommst ja eigentlich aus Niedersachsen, glaube ich, ne? Ja, aus Hildesheim. Ich bin zwischen Hildesheim und Hannover aufgewachsen, in Saarstedt, wo auch die Scorpions herkommen. Ah, the wind of change hat genau. Ihn hergewählt, sozusagen. So in der Richtung. Genau, Sebastian Brinkmann, jetzt habe ich dieses Album bekommen und habe auch sofort gelesen, Ingo Politz. Ja, großer Name für uns, die wir zwischen Albeck und Zittau quasi groß geworden sind, auch musikalisch. Wissen wir, da steht was am Ufer. Wie kam diese Konstellation zustande? Ja, in der Tat ist es eine lange Geschichte gewesen. Es kam über einen Freund, den ich sehr gut kenne. Und wir haben geguckt, wer kann mir helfen, auch das so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle. Und wir haben auch mit vielen Leuten gesprochen. Und als ich das erste Mal Ingo getroffen habe, war bei uns wirklich eine sehr große Sympathie, eine Verbindung auch gleich da. Wir sind heute auch privat gut befreundet und sind sogar geschäftlich noch verbunden auch weiterhin. Und das freut mich natürlich sehr. Und auf dem Weg habe ich viele, viele Menschen kennengelernt und Ingo ist einer, der auch wirklich das Ganze nochmal bereichert. Genau. Jetzt bist du, wenn ich das so sagen darf, Singer-Songwriter, kann man das so sagen? Ich würde mich so beschreiben, ja. Ja, also das heißt, das, was wir in diesen Liedern hören, das ist auch ein Stück deines Lebens? Absolut. Das ist mir auch ganz wichtig und das sehe ich auch so ein bisschen als mein Alleinstellungsmerkmal, und nicht Alleinstellungsmerkmal, aber es ist halt mein Stil eben. Ich schreibe die Songs selber, ich schreibe die Texte selber. Dadurch kriege ich natürlich auch einen völlig anderen Zugang zur Verbindung mit Melodie und mit Texten. Und ich brauche dann aber noch Menschen im Hintergrund, die das mit mir zusammen dann eben so produktionsmäßig umsetzen, wie es Ingo eben gemacht hat. Sprich, arrangieren und so weiter und so genau, weiter. Genau. Das hast du früher selber gemacht, du hast mit einer Band früher gemacht, ne? Ich spiele auch heute wieder mit einer Band, aber in der Tat haben wir mit der Band auch viel arrangiert. Ich habe immer ein großes Orchester gehabt, ja? 10 Leute mit dabei, genau. 3 bis 4 Bläser, Background-Chor. Klingt ja wie das Tanzorchester Ehrenfeld. Ja, das weißt du, wo das kommt? Michael, das kommt daher, weil früher, als ich klein war, als ich so 6, 7 war, da habe ich das erste Mal James Last gesehen. Und da stand da in seinem weißen Anzug mit dem ganzen Orchester und dachte ich, Alter, das musst du auch machen. Ja, habe ich auch gesehen. Und da bin ich nie wieder von weggekommen. Ja, das mache ich heute noch. Wenn ich alleine bin, die richtige Musik höre, stehe ich da, dann krass, schnipse ich mal einmal dahin und dann stelle ich mir... Was uns doch alles verbindet. Es gibt noch mehr, was uns verbindet. Jetzt wollen wir Musik hören. Nächsten Titel, sag mal. Wenn wir was Langsames hören wollen, würde ich gern Regen aus Gold hören. Regen aus Gold. Persönliche Geschichte dazu? Ja, Regen aus Gold ist ein Lied, das in der Tat sehr persönlich ist, weil es geht darum, wieder zurück auf den für sich bestimmten Weg zu finden. Wir alle gehen ja Irrwege, wir gehen mal links, wir gehen mal rechts, wir wissen nicht, ob es richtig ist oder wir gehen gar nicht oder gehen zurück. Und hier geht es darum, wieder einen Weg zu finden, der eigentlich, was bin ich eigentlich selber, was macht mich persönlich aus und was ist für mich als einzige Person, die es nur einmal auf der Welt gibt, was ist der richtige Weg? Und darum geht es in dem Song. In diesem beschissen kurzen Leben, muss man einfach so sagen. Regen aus Gold, so war. Sie merken sich den Namen Sebastian Brinkmann. Radio B2.
Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, Original und Schlager haben wir gehört. Da haben wir die internationalen Hits mit den deutschen Varianten. Mein Gast heute ist Sebastian Brinkmann. Sebastian, und ich habe vorhin gesagt, es verbindet uns noch mehr. Wir saßen mal zusammen, weißt du das eigentlich? Du kannst dich nicht daran erinnern. Na gut, waren ein paar tausend andere mit dabei in der Waldbühne bei Udo Lindenberg. Oh ja, alles klar. Absolut. Ja, das da tut mir leid, dass ich dich nicht gesehen habe. Aber das ist ein Hero, ne? Absolut. Also Udo ist so eine ganz besondere Person, sage ich mal, der eine ganz besondere Art hat, der auch eine ganz besondere Art hat, die Menschen wirklich zu berühren. Das ist das, was ich so toll finde an ihm. Der auch immer eine Meinung hat, der immer klare Kante gibt, der nie irgendwie beliebig ist. Und das ist ja was auch mein Ziel ist. Ich möchte auch nicht beliebig sein und will auch keine Fahrschulmusik machen. Und das macht Udo Lindenberg auch nicht. Deswegen ist es einer meiner großen Vorbilder. Genau. Fahrschulmusik ist ein schöner Satz. Ich war mal früher auch als Promoter unterwegs. Da hat mein Redakteur gesagt, das ist toll, das fällt nicht auf, das spielen wir. Da so kann es sein. So kann es kommen. Ich dachte, ich spring gleich über den Schreibtisch. Ich will nochmal auf Pink Baxter zurückkommen. Gerne. Auf es ist ja eine Kunstfigur, mit der du gelebt hast. Dazu hast du dich verkleidet, auch Kostüme? Du, das war schon sehr aufwendig, absolut. Glitzer. Absolut. Wir haben ja angefangen, lange bevor das ganze Thema dieses Revival-Schlagers der 70er, also nicht der heutige Schlager, der gespielt wird, sondern dieser Schlager, der eher auch zur Belustigung der Menschen da war, als der aufkam. Und genau, da sind wir so ein bisschen, da haben wir gemerkt, da passt irgendwas nicht mehr zusammen. Mein Ziel war immer gewesen, wie amerikanische Künstler zu arbeiten, wie ein Sammy Davis Jr., wie ein Dean Martin, mit einer großen Bühnenshow, mit einem großen Orchester. Und wir haben dann auch richtig fett aufs Mett gehauen. Ich bin dann mit dem Königsmantel auf die Bühne gekommen. Ja. Wir haben einen großen Flügel auf der Bühne gehabt, immer geschleppt wie die Schweine. Ja. Aber das musste immer sein, beim kleinsten Konzert. Wir haben immer eine große Band gehabt. Und das war natürlich vor allem eben Live-Musik. Das war Entertainment pur. Es hat irre viel Spaß gemacht. Ich habe dann eine tolle Truppe gehabt. Und da hat sich dann aber auch in den letzten 20 Jahren eben auch im Live-Bereich sehr viel geändert. Ja, jetzt hast du die großen Helden auch live erlebt. Ich glaube, Tony Bennett hast du. Tony Bennett habe ich gesehen, in der Tat. Ich habe auch Frank Sinatra gesehen. Also 93, als er in Hamburg in Berlin war. Noch gesehen. Da musste er schon immer so auf die Texte schauen. Michael, da weiß ich noch, da musste ich 200 Mark für eine Karte ausgeben, war mit zwei Freunden da und mit meiner Freundin. Und das hat 400 Mark gekostet, 1993. Ja. Das dachten wir schon. Aber es hat sich gelohnt, weil er ist 2 Jahre später, glaube ich, gestorben. So, ne? Und man hat ihn noch erlebt, auch für mich ein großes Erlebnis. Was haben diese Helden dort, auch in der Glitzerwelt Las Vegas, wenn sie dort die Häuser voll machen, früher die Leute jubelten, wenn es neu hieß, Elvis hat gerade das Hotel verlassen. Was haben diese Helden, was vielleicht Deutschen abgeht? Ich glaube, die amerikanische Einstellung ist eine andere. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich habe ja vor ein paar Jahren eine Zeit lang in Kalifornien gelebt mit meiner Familie. Und ich komme immer sehr, sehr positiv beschwingt zurück, voller Energie, habe viel Sachen vor. Und dafür können wir uns ein bisschen was abschneiden, dass man hier einfach positiver denkt und auch nicht so viel Neid mit ins Spiel bringt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir gerne gucken, was macht unser Nachbar, was hat unser Nachbar, was macht denn der, mit dem ich irgendwie mal den Abschluss gemacht habe dort, egal ob Realschule, Hauptschule oder Abitur, was machen die heute und wie stehe ich da im Vergleich dazu? Und ich glaube, das ist die völlig falsche Herangehensweise. Eine kleine Anekdote dazu. Ja. Ich bin in San Diego, wir machen für eine meiner Platten vorher mit Pink Baxter noch, wir machen Fotos und da kommt ein, wir machen das in der Gegend, die sehr belegt ist mit Homeless People. Mhm. Und da kommen die Leute zu mir und sagen, Mensch, du siehst aus wie ein Movie-Star, was macht er hier, etc. Das wäre in Deutschland so nicht möglich. Und ich will das jetzt auch gar nicht so irgendwie werten, aber das ist einfach so eine Erfahrung, die ich mal so aufgenommen habe und sage, da ist eine ganz andere Denke da. Mhm. Sie achten ihre Stars. Können wir gerne nachher nochmal drüber reden. Das ist ein, wollen wir erstmal Musik hören? Du darfst den nächsten Titel festlegen. Der beste Augenblick. So, ne? Ist jetzt wirklich der beste Augenblick aus Pink Baxter, sozusagen Sebastian Brinkmann zu zaubern. Der beste Augenblick im Leben sollte immer sein. So, und das ist auch die Botschaft. So, das hören wir uns jetzt an und wir reden weiter in der kommenden Stunde. Bleiben Sie bei uns. Ich freue mich sehr, dass ich ihn kennenlerne. Sebastian Brinkmann. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Sebastian Brinkmann, wir haben uns ja schon ein bisschen beschnuppern können, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast ein tolles Parfüm. Oh, danke dir. Duftet toll. Das kriegen Sie zu Hause jetzt nicht mit. Okay. Also, es gibt jetzt diese neue Platte. Ich drehe auf laut. Ganz viel Persönliches.
Absolut. Und da kann man auch ganz persönlich reden, ne? Na, absolut. Das ist mein Ziel, sonst hätte ich die auch Platte nicht gemacht. Absolut, klar. Weil ich habe die Platte gesehen und habe gedacht, er blinkert mir zu. Jetzt weiß ich, dass du mir nicht zuplinkerst. Nein, ich blinkere dir nicht zu. Ich habe ja eine sogenannte Ptosis am linken Auge. Das ist eine Lidlähmung. Das heißt, ich kann mein linkes Auge nicht hundertprozentig aufmachen. Und das sieht man immer. Ich bin damit geboren, ich kenne es nicht anders. Als Kind schon. Ja, genau. Und für mich hat das eigentlich gar keine Bedeutung. Ja, mehr. Ja. Aber wir haben natürlich lange überlegt, was machen wir? Früher habe ich immer eine Sonnenbrille aufgehabt oder du hast von der Seite fotografiert und irgendwann kam die Idee bei uns aus dem Netzwerk von den Kreativen und sagte, warum machst du es nicht so, wie es ist? Richtig. Das bist du. So sehen nicht die Menschen. So ist es. Du hast das eine Auge eben halb zu. Das bist du und das ist auch Käse. Und das finde ich gerade gut, weil das ist eine persönliche Platte. Finde ich auch. Und so bin ich auch. Und so sieht man dich auch. Alles klar, dann ist das auch erklärt. Finde ich auch sehr, sehr richtig und sehr gut. Du siehst aber mit beiden Augen trotzdem. Ich kann sogar mit dem linken Auge besser sehen. Ja. Ich muss nur halt ich sehe halt nicht den Bereich, der über der Stirn jetzt ist. Vom Räumlichen her. Es kann auch sein Gutes haben, denn in diesem Showgeschäft ist es ja immer so, das ist der mit der großen Nase, das ist der mit den abstehenden Ohren. Das ist der mit dem Auge, ja. So, das ist der mit dem Auge, schon auf den Punkt gebracht. Das war auch schon immer so ein bisschen so. Und da hat man natürlich einen höheren Wiedererkennungswert. Ich muss mir keine Fliege umbinden oder irgendwas Albernes, sage ich mal. Ich hab's schon mitgebracht. Finde ich auch. Von ich klein erkenne dich A, am guten Duft, B, am Auge und vor allem... Mal sehen, was wir noch für Merkmale finden. Vor allem an der guten Musik. Wir wollen nächsten Titel hören. Sag mal. Dann würde ich gerne hören, Wir gegen den Rest der Welt. Ja, was für ein Motto, für ein Lebensmotto. Ja, ja. Hören wir uns jetzt an und wir reden gleich weiter. Freue mich sehr, dass er zu Gast ist, Sebastian Brinkmann. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. So, ich freue mich, dass ich Sebastian Brinkmann kennenlerne. Wahlberliner eigentlich, er hat es uns schon erzählt, kommt aus Niedersachsen. Und wenn man so dich ein bisschen googelt, findet man Sätze wie der Unternehmer, der sich seinen Lebenstraum erfüllt. Das klingt jetzt erstmal wie ein Großkapitalist, steinreich, der sagt, das war auch schön, fuck, jetzt singe ich ein bisschen. Ja. Das ist so nicht. Das ist so nicht und meine Geschichte ist ja auch eine andere. Ich bin mit 5 habe ich angefangen, Klavierunterricht zu bekommen von meinem Vater, meinem ersten großen Vorbild. Und das ging immer weiter und mit 7, 8 war mir klar, ich will auf der Bühne stehen. Bin dann in Bands eingestiegen und habe dann erstmal nach dem Abitur Klavierbauer gelernt, weil ich auch in den Musikbereich wollte, aber mich zu schlecht fühlte. Jetzt so Klavier, Klassik war nicht mein Ding, Jazz war auch nicht so mein Ding und Popmusik gab es da zu der Zeit einfach noch nicht zu studieren. Und deswegen habe ich dann erstmal Klavierbauer gemacht und danach BWL studiert. Und über viele, viele Ecken dann habe ich Partner gefunden, mit denen ich mich selbstständig gemacht habe. Ja. Und da eine Firma aufgebaut habe. Und das ist heute sicherlich eine Basis, dass ich einmal schon immer während dieser Zeit, aber auch heute wieder sehr intensiv Musik machen kann. Denn das weißt du auch, Michael, das Musikgeschäft ist leider nicht einfach. Ja, ja. Es hat viele Veränderungen gegeben in den letzten Jahren, die für den Künstler und gerade für Singer-Songwriter, gerade für Leute, die ihre Stücke selber schreiben, es hat das nicht besser gemacht. Die Regelungen, wie du heute Geld verdienen kannst, auch über Streaming, sind wirklich sehr, sehr bescheiden. Ja. Und das gibt mir die Freiheit, das zu machen, was ich wirklich will, das zu schreiben, was ich wirklich will. Und ich habe das jetzt gerade auch gemerkt in der Phase, was jetzt Label betrifft, was Vertriebe betrifft, dass wenn du eine relative Unabhängigkeit hast, auch wirklich deine Sache, die dir inhaltlich wichtig ist, umsetzen kannst. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, du schlüpfst ab und zu noch in die Rollen. Also du bist manchmal auch der Businessman, du bist manchmal der verspielte Singer-Songwriter. Wird es auch den Pink Baxter wieder geben, kurzzeitig? Du, es gibt so einen schönen Spruch, say never, never again, ja, ja. Sag niemals nie, das weiß ich heute alles nicht. Aber mir ist wichtig und ich habe da lange in meinem Leben zu gebraucht, um für mich, ich dachte, mal diese typische Bestimmung zu finden. Ich habe immer gedacht, Mensch, der macht das und der macht nur das und der macht das gut und du hast mehrere Sachen, die dich interessieren. Ja. Und irgendwann vor ein paar Jahren ist mir das wirklich auch durch, habe selbst an mir gearbeitet und immer gedacht, warum bist du so manchmal auch so zerrissen? Und was ja auch in dem einen oder anderen Song auch deutlich wird, so eine gewisse Bipolarität. Und habe festgestellt, du, ich bin nicht der Typ, der nur in einem Bereich den Stein spitz hämmert, sondern ich brauche mehrere Bereiche. Richtig. Und wenn ich eine Woche mal im Studio war, da freue ich mich wirklich, wenn ich mal wieder eine Excel-Tabelle aufmachen kann. Und umgekehrt. Und umgekehrt.
funktioniert. Und es ist auch ganz gut, ich sage immer, man sollte in diesem Beruf immer so, ich sage mal, 5 Standbeine, wenn eins weg, bleibt man immer stehen. Ne? Du das weißt, wie es ist. So, ne? Wir hören dich gleich noch mit einem Lied. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und drück dir von Herzen die Daumen. Danke dir, Michael. Dass deine Träume in Erfüllung gehen. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was Privates von dir wissen. Du bist ja beringt, auf der einen mit ganz vielen, auf der anderen mit einem goldenen, was da hinter sich versteckt, das werde ich auch noch rauskriegen. Bleiben Sie bei uns. Ganz sicher. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt kann ich noch eine Runde reden und wir werden auch noch einen Song hören von Sebastian Brinkmann. Ich drehe auf laut. Die Frage erstmal, ich habe schon Mails bekommen. Was ist los? Wie kommt man ran an die Lieder? Gibt es die noch nicht im Handel? Also das Album erscheint am 14. Juni. Okay. Und dann wird es das auch im Handel geben und dann wird es natürlich das Album auch auf allen Streaming-Portalen geben. Download und so weiter und so weiter. Ganz genau. So, ja. Da wirst du mich dann einen Tag vorher nochmal anrufen und sagen, erinnere deine Hörer. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das trage ich mir sofort ein. So, ne? Ansonsten haben wir ihnen schon Lust gemacht und manch einer hat sich vielleicht auch den Namen schon abgespeichert. Ich weiß, es wird auch ein Release-Konzert, glaube ich. Ein Release-Konzert in meiner Heimatstadt geben. So, ne? Zu Hause. Genau, bisschen. Am 14. Juni ist das direkt in Hildesheim. Ist das was Besonderes, wenn man so nach Hause kommt, da wo man groß geworden ist auch? Ja, das war sehr Besonderes für mich, weil wir hatten ja über mein alter Ego Pink Baxter gesprochen und wenn du was Neues jetzt wirklich auch nochmal machst und mit einem anderen Namen antrittst, weil es alles viel persönlicher ist, dann ist das auch nochmal eine Veränderung. Ja, ja. Und dann ist man auch nochmal wieder so ein bisschen nervös vor so einem Auftritt. Ja, ne? Und das ist aber auch ein gutes Gefühl. Absolut. Na, finde ich auch. Also wenn das so kribbelt am ganzen Körper, bevor man rausgeht, das gehört einfach dazu. Na klar. So, jetzt will ich noch wissen, du hast auf der rechten Hand hast du ganz viele Ringe, schicke, silberne. 3. 3 Stück. Und auf der anderen einen goldenen. Was ist los, privat? Ja, ich bin verheiratet schon seit über 20 Jahren. Wir haben 2 Kinder, die sind 19 und 21, die studieren beide. Okay. Und es war schon die Frage bei der Promotion nachher für die Platte, ne? Gibt es Skandale, gibt es irgendwas, was wir bringen können? Ja. Und das ist ein bisschen, ja, da ist Fehlanzeige. Wie gehen deine Kinder damit um? Wie gingen die zum Beispiel damit um, da waren sie ja noch im anderen Alter, dass du dir plötzlich einen Königsmantel angezogen hast und auf die Bühne gesprungen bist und verrückt gespielt hast? Die Kinder kennen ja privat zu Hause und die sehen das natürlich eben als ein Event, der mal passiert. Und das fanden die immer witzig. Ja. Und wir haben auch dann immer größere Shows gehabt, wo die sehen, da passiert was. Die werden dann auch von den Freunden angesprochen. Mensch, dein Vater hat wieder gespielt. Das ist für die, glaube ich, auch zur Normalität irgendwann geworden. Aber sie haben sich nicht geschämt, oder? Überhaupt nicht. Nein, das kann ich überhaupt nicht. Okay. Aber haben Sie Ambitionen auch musikalisch? Leider nicht. Aber wir haben es auch nicht. Ich habe immer gesagt zu den Kindern, jeder muss ja seine eigene das finden, was er selber wirklich machen will. Und du kannst da keinen hindrücken zu. Das finde ich jedenfalls. Und beide haben ihre Talente, die sind auch unterschiedlich. Aber leider hat keiner das musikalische Talent, dass er sagt, ich möchte den ganzen Tag Musik machen oder ich möchte das und das Instrument besonders gut beherrschen. Die sind beide musikalisch, aber sind jetzt nicht so, dass sie da total hinterklemmen sich. Man hat es oder man hat es nicht, ne? Irgendwann hat ein Mann eine Biene gestochen, die eine Macke hatte. Ich glaube, hatte, so ist das. So gehen wir dann durchs Leben, der Verrückten. Ja, genau. Wir hören jetzt noch ein Lied. Sag mal, was wollen wir noch hören? Oh, gib mal ganz kurz. Jetzt wollen wir mal schauen. Freue ich mich immer, wenn die Künstler sagen, was habe ich denn da eigentlich drauf? Ja, ich weiß schon, was ich gemacht habe. Krönenden Abschluss. Du kannst meine Seele sehen, würde ich gerne hören. Ja. Das ist auch der Opener und auch ein ganz, ganz emotional wichtiger Song für mich. Okay, ein bisschen in deine Seele konnten wir heute gucken. Du hast uns ein bisschen was von dir erzählt. Mehr werden wir kennenlernen, hoffe ich demnächst. Ich drücke dir von Herzen die Daumen. Alles Gute und willkommen in der deutschen Hauptstadt Berlin. Danke, lieber Michael. Tschüss. Tschüss. Deutschlands Schlagerradio.